Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ihr seht, ich stehe schon wieder in Dentscha rum. Um mich herum stehen drei Begleiter heute. Das soll aber nicht das Thema sein. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie gehen wir mit dem Druiden um, wenn wir ihn bis Level 50 gelevelt haben. Ihr wisst, es war Season Start. Viele von euch haben Druiden gespielt, sind jetzt in dem Bereich, wo sie langsam an die 50 stoßen. Und da fragt ihr euch sicherlich, wie skill ich ihn jetzt am besten und was mache ich damit, wie geht der ganze Char weiter. Genau mit diesem Thema wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wir gehen einmal die Skillung durch, die ich euch vorschlagen würde oder die ich euch empfehle, würde, wenn ihr gerade so um die Level 50 seid, was ihr auf jeden Fall für Aspekte reinnehmen solltet, welche Aspekte ihr euch unbedingt besorgen solltet, was für Equip ihr in etwa anziehen solltet und wie das Ganze weitergeht, sodass ihr entspannt Nightmare Dungeon spielen könnt und weiterfahren könnt in Richtung T4 Dungeons. Wir werden in diesem Video auch schon zum Teil aufs Paragon Board eingehen, allerdings nur zum Teil, denn ihr seht, ich bin jetzt selber gerade Level 56. Trotzdem ist es Zeit, dass wir da mal reingucken und gucken, was wir da so machen können. Ihr seht schon, wir haben eine Menge vor uns und deswegen wird es auch Zeit, dass wir einfach mal anfangen. Und dafür öffne ich einmal wieder den Skillbaum mit Taste A, mache den ganzen groß und wir schauen uns mal den Fertigkeitsbaum an, was wir da gemacht haben. Es hat sich einiges geändert und deswegen wird es auch Zeit, dass wir das ruhig durchgehen. Ich würde euch empfehlen, den ganzen Druiden jetzt, wenn er Level 50 ist oder angehend Level 50 ist, würde ich ihn weiter am Anfang auf Pulverize spielen. Ne, Pulverize oder Pulverisieren einfach aus dem einfachen Grunde. Dafür braucht ihr nicht unbedingt zwingendes Equipment, um ihn einigermaßen vernünftig spielen zu können. Wenn ihr jetzt gleich einen Tornado oder einen Bulwark spielen wollt, da braucht ihr sehr spezielles Equip, damit der überhaupt funktioniert. Das braucht ihr bei Pulverisieren nicht und deswegen ist das ganz klar meine Empfehlung. Am Anfang, wenn ihr in dem Bereich seid, dass ihr durch seid mit der Story, also so um die Level 50 seid, auf Pulverisieren zu gehen, damit erstmal ganz gemütlich zu farmen. Mit ganz gemütlich farmen meine ich wirklich ganz gemütlich farmen. Ich blende hier einfach mal irgendwo an der Ecke ein Gameplay-Video von mir ein, wie es im Moment läuft. Und damit farmt ihr euer Equip. Und wenn ihr dann Equip gefarmt habt, dann könnt ihr überlegen, gehen wir auf Tornado, gehen wir vielleicht auf Bulwark oder bleiben wir auf Pulverisieren, wie ihr wollt. Aber Pulverisieren ist ganz klar meine empfohlene Skillung, die ihr am Anfang machen solltet. Und deswegen haben wir unsere Skillung jetzt auch relativ stark darauf ausgelegt, dass wir sehr viele Fertigkeiten nehmen, die, ihr seht schon, Werbär mit drin haben. Als Basisfertigkeit habe ich jetzt Anfallen drin. Anfallen mit verbesserten Anfallen und wilden Anfallen. Das sorgt einfach dafür, dass wenn wir in Bärgestalt sind, nicht aus der Bärgestalt rauskommen, zum einen, weil es eine Werbär-Fertigkeit ist, zum anderen sorgt es sogar dafür, wenn wir mal nicht in der Bärgestalt sein sollten und diese Basisattacke nehmen, dann kommen wir in den Werbären und bleiben da auch noch eine kurze Zeit später drinnen, nachdem wir angegriffen haben. Zusätzlich generieren wir mit der Basisattacke natürlich Geisteskraft und wir erhalten Stählung. Zusätzlich bekommen wir sogar noch die Chance anfallen, verfügt über eine Chance von 20% Gegner 1,53 Sekunden lang niederzuschlagen. Das ist nice. Niedergeschlagene Gegner erleiden mehr Schaden. Im nächsten Baum haben wir natürlich volles Fund Pulverisieren geskillt. Ihr seht, bei mir ist es im Moment schon auf Rang 10 und das, obwohl die Season gerade erst angefangen hat. Warum das so ist, da kommen wir gleich zu. Ihr ballert hier 5 Punkte erstmal rein, dann habt ihr 5 Punkte drin und damit macht ihr schon ansehnlichen Schaden. Einen weiteren Punkt habe ich in verbessertes Pulverisieren drin und zusätzlich habe ich noch einen Punkt in tobendes Pulverisieren drin. Einfach aus dem Grunde, das ist nochmal ein CC-Effekt. Wir überwältigen unsere Gegner. Gegner, die vom Pulverisieren überwältigt worden sind, 2 Sekunden lang betäubt. Betäubte Gegner erleiden wiederum mehr Schaden, kommen wir später aber noch zu. Wenn ihr merkt, dass ihr zu oft sterbt, dann nehmt ihr diesen Punkt hier raus und knallt ihm am Anfang ruhig in urtümliches Pulverisieren rein. Dadurch werdet ihr tankiger. An diesem Knotenpunkt habe ich allerdings noch mehr geskillt und das wollen wir uns auch nochmal eben anschauen. Ich habe noch einen Punkt drin im Herz der Wildnis. Maximale Geisteskraft erhöht sich ein bisschen. Ist völlig egal, soll sich nur ein bisschen erhöht. Ich muss es skillen, um anschließend diese beiden Punkte mitzuskillen. Und da habe ich jeweils 3 Punkte drin. Einmal in wilde Impulse. Eure Kernfähigkeiten kosten jetzt mehr Geisteskraft, aber verursachen 15% mehr Schaden. Sehr gut, pulverisieren, 15% mehr Schaden nehmen wir natürlich gerne mit. Und dieser Wert ist sogar multiplikativ für die, die das interessiert. Und zusätzlich habe ich hier auch noch in Überfluss 3 Punkte drin. Das heißt, wenn ich mal keine Geisteskraft habe, möchte ich natürlich sehr schnell wieder Geisteskraft haben, damit ich wieder pulverisieren nutzen kann. Und damit sorge ich einfach dafür, dass meine Basisfertigkeit, in dem Fall hier das Anfallen, insgesamt 18% mehr Geisteskraft erzeugt. Also auch hier 3 Punkte rein und dann gucken wir uns das hier unten an. Raubtierinstinkte. Eure kritische Trefferchance erhöht sich bei Gegnern in der Nähe um 6%.
Ich habe im Moment bei meinem Geistersegen auch Crit-Chance genommen, da kommen wir aber später noch mit zu. Das ist noch nicht die High-End-Skillung. Das ist tatsächlich die Skillung, die es euch das Leben sehr stark vereinfachen soll und auch wird, wenn ihr Level 50 seid. Wir werden später im Bereich, wenn ihr Level 70 seid, nochmal wieder ein bisschen umskillen und ein bisschen was anders machen. Aber da müssen wir erstmal hinkommen, um da entspannt hinzukommen und auch dann T4 freizuschalten und diesen Content gut am Anfang meistern zu können, soll diese Skillung sein. Also 3 Punkte rein in Raubtierinstinkt, weil wir diese 6% kritische Trefferchance mitnehmen wollen. Dann habe ich 3 Punkte in Eisenpelz drin. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Eisenpelz ist mit einer unserer stärksten Def-Fertigkeiten, die wir in diesem Baum mit drin haben. Wobei wir noch andere sehr, sehr gute Mechaniken haben. Da kommen wir dann aber später auch noch zu. Aber in Werwehrgestalt erhaltet ihr 9% Schadensreduktion. Dieser Bonus hält auch an, nachdem wir unsere Werwehrgestalt verlassen haben. Für 3 Sekunden. Das war's an diesem Knotenpunkt. Wir gehen mal zur nächsten Ebene. Und in der nächsten Ebene seht ihr, da ist gar nicht so viel gemacht worden. Ich habe einen Punkt drin in Iodines Bollwerk. Einfach, damit erzeuge ich eine Barriere. Ja, die kann ich drücken und dadurch erzeuge ich ein Schutzschild um mich rum. Das ist zum einen gut, wenn ihr zum Beispiel einen Albtraum-Dungeon macht, wo diese blöde Kuppel ist, die von Zeit zu Zeit explodiert. Dann braucht ihr theoretisch nicht reingehen in eine Kuppel. Jedes Mal, wenn die Explosion kommt, drückt ihr vorher Iodines Bollwerk. Und ihr werdet es überleben. Das ist aber nur die eine Geschichte, warum ich das gemacht habe. Der wichtigere Punkt ist, wenn wir hierüber eine Barriere bekommen, wann wir es wollen, dann können wir natürlich den Aspekt reinnehmen, dass sobald wir eine aktive Barriere haben, bis zu 25% Schaden mehr gemacht wird. Ist natürlich super gut. Dadurch sparen wir uns den anderen Aspekt, nämlich, dass wir immer eine Barriere bekommen, wenn wir gegen Elite-Gegner kämpfen. Und das würde auch nur alle 30 Sekunden auftreten können. Deswegen ist das mit diesem Iodin-Bollwerk sehr, sehr gut. Wir können selber bestimmen, wann wir eine Barriere bekommen. Also in brenzligen Situationen können wir das zünden. Und wir können es zünden, wenn wir mehr Schaden machen wollen. Deswegen ein Punkt hier rein. Und ja, das ist momentan der einzige Spell, der in meiner Skillung auch drin ist, der mich aus dem Werbär wieder rausholt. Da kommen wir später zu, warum das eigentlich nicht so gut ist. Aber insgesamt überwiegt dieser Spell halt so stark, dass ich auf jeden Fall empfehlen würde, dass ihr den mitnehmt. Ich habe noch einen Punkt drin im verbesserten Bollwerk. Ihr dieses Bollwerk macht euch unaufhaltsam, solange die Fertigkeit aktiv ist. Das ist sehr stark. Unaufhaltbar, wisst ihr, wurde genervt beim Druiden insgesamt. Früher war es so, solange wir den Grizzly-Zorn aktiv hatten, waren wir immer unaufhaltsam. Das haben sie geändert. Jetzt ist es so, wenn wir den Grizzly-Zorn aktivieren, sind wir nur noch 6 Sekunden unaufhaltsam. Mit diesem hier sind wir allerdings auch noch wieder unaufhaltsam, solange wir dieses Bollwerk aktiv haben. Also solange die Barriere zieht. Dann habe ich noch einen Punkt drin im bewahrendes Bollwerk. Der Einsatz von Iodines Bollwerk verleiht euch 18% Basisleben als Stehlung. Stehlung ist die zweite große Def-Variante neben der Schadensreduktion allgemein. Wir werden sehr, sehr viel Stehlung mit dem Druiden erzeugen und wir werden, desto mehr Stehlung wir haben, desto mehr Schaden machen. Aber da kommen wir auch wieder später zu. Dann habe ich noch einen Punkt drin in Kraft der Ahnen. Erhöht eure nicht-physischen Widerstände um 5% und ich habe einen Punkt drin in Wachsamkeit. Nach der Verwendung einer defensiven Fertigkeit erhaltet ihr 6 Sekunden lang 5% Schadensreduktion nochmal. Da kann ich bis zu 3 Punkte reinsetzen. Die habe ich aber im Moment noch nicht freigeschaltet. Die bekomme ich freigeschaltet, wenn ich hier weiter Season-Erfolge mache, also meine Season-Reise weiter beende, dann kriege ich noch ein paar Punkte dazu. Dann werde ich tatsächlich diesen Wert auch auf 3 hochziehen, sodass ich hier 15% Schadensreduktion habe, sobald ich mein Iodines Bollwerk zünde. Hier habe ich 4 Punkte drin, das habe ich aber nicht geskillt, das kommt tatsächlich nur durch Equip, würde ich euch auch nicht empfehlen zu skillen. In der nächsten Ebene habe ich einen einzigen Punkt in Giftranke drin. Dann einen in verbesserte Giftranke und hier einen Punkt in brutale Giftranke. Und das ist tatsächlich auch noch ein Skill, womit wir aus dem Bären rausgehen. Den habe ich trotzdem geskillt, weil der uns einen immensen Damage Boost gibt. Ihr seht es schon, eine Giftranke schießt alle 7 Sekunden lang und macht ein bisschen Schaden. Das passiert passiv, dafür müsst ihr nicht mal irgendwas drücken. Jetzt kommt es aber, sobald ihr es aktiv macht, macht ihr bewusst nochmal wesentlich mehr Schaden. Ihr seht im Verlauf von 3 Sekunden 5377. Das ist schon mal stark, aber das ist nicht der Grund, warum ich die Giftranke nehme. Ich nehme die Giftranke einmal. Die Bewegungsunfähigkeit von Giftranke hält 1 Sekunde länger an. Wir machen unsere Gegner damit also bewegungsunfähig. An bewegungsunfähigen Gegnern machen wir mehr Schaden. Das ist schon mal sehr gut, aber jetzt kommt die Krönung. Brutale Giftranke, eure kritische Trefferchance erhöht sich um 20% bei Gegnern, die von Giftranke bzw. stranguliert werden. Und damit haben wir nochmal jede Menge mehr kritische Trefferchance. Wir wollen fast immer kritten. Darauf ist dieser Bild sehr stark ausgelegt. Wir machen viel Überwältigungsschaden, wir machen hohen Crit-Schaden. Kommen wir später zu, warum das so wichtig ist. Das spielen nämlich auch die neuen Herzen, die diese Season mit zugekommen sind, eine große Rolle und. Ansonsten skill ich hier gar nichts. Ich habe in Niedertrampeln allerdings
nur einen einzigen Punkt reingemacht, den Rest habe ich durchequipped, das ist aber gar nicht so wichtig. Ein Punkt hier reinsetzen, den Niedertrampeln ist unser einziger Movement-Spell, den wir überhaupt beim Druiden haben. Dafür ist das ein sehr, sehr starker Movement-Spell. Ihr seht es schon, verwandelt euch in einen Werbern und werdet wieder unaufhaltsam. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass der Grizzly-Zorn so genervt wurde. Wir werden auch durch diesen Spell wieder unaufhaltsam. Wir stürmen vorwärts, machen Schaden an Gegnern und stoßen sie zurück. Dann machen wir zusätzlich mit dem verbesserten Niedertrampeln nochmal mehr Schaden. Und jetzt kommt wieder die Krönung. Das Wirken von Niedertrampeln verleiht uns zusätzlich noch 40 Geisteskraft. Wir haben ein Movement-Spell, können also dashen. Wir machen damit Schaden, wir werden unaufhaltsam und wir kriegen 40 Geisteskraft zurück, die wir dann wiederum mit unserem Pulverisieren rausballern können. Sehr, sehr starker Movement-Spell, deswegen ein Punkt hier rein, ein dort und ein dort rein. Dann wollen wir uns natürlich wieder um andere Geschichten kümmern. Das heißt, wir gehen hier auf zerschmetterte Erde. Erdfertigkeiten fügen verlangsamten, betäubten, bewegungsunfähigen oder zurückgestoßenen Gegnern 15% mehr Schaden zu, weil ich hier 3 Punkte drin habe. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir unsere Gegner, wie wir hier oben schon geskillt haben, ordentlich mit CC-Effekten versorgen. Dann haben wir noch Sicherung geskillt, auch 3 Punkte rein. Kritische Treffer mit Erdfertigkeiten verleihen und Stehlung in Höhe von 7% eures Basisschaden. Dadurch werden wir wieder sehr, sehr tanky. Und solange ihr um mindestens 50% eures maximalen Lebens gestehlt seid, verursachen eure Erdfertigkeiten 12% mehr Schaden. Deswegen ist Stehlung nicht nur defensiv, sondern auch offensiv sehr, sehr stark bei uns. Und Erdfertigkeit ist unser Pulverisieren. Im Prinzip ist alles bei uns nachher eine Erdfertigkeit. Deswegen 3, 3 und 3 und damit gehen wir in die nächste Ebene. In der nächsten Ebene habe ich natürlich den Grizzly-Zorn geskillt. Da kommen wir auch gar nicht drum rum. Grizzly-Zorn erhöht alles. Wir werden tankiger, wir machen mehr Schaden. Es ist alles wunderbar. Wir generieren Leben und. Ein Punkt in Grizzly-Zorn. Ein Punkt in obersten Grizzly-Zorn und natürlich einen überlegenen Grizzly-Zorn. Dann habe ich noch hier für meine Stehlung, damit ich viel Stehlung bekomme, Abwehrhaltung 3 Punkte reingeschmissen. Erhöht die Menge an Stehlung, die ihr aus allen Quellen bekommt, um 15%. Und einen einzigen Punkt habe ich noch Entschlossenheit der Natur drin. Wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance von 5% Stehlung auch nochmal zu erhalten. Dann wollen wir natürlich noch ein bisschen Schaden mitmachen. Deswegen ein Punkt hier in Trotz rein. Naturfertigkeiten, Naturmagiefertigkeiten fügen Elite-Gegnern 4% mehr Schaden zu. Ist schon mal gut. Aber hier, eure Erdfertigkeiten fügen verwundeten Gegnern 12% mehr Schaden zu. Eure Sturmfertigkeiten fügen betäubten Gegnern sogar das Doppelte zu oder noch mehr Schaden zu. Brauchen wir nicht, wir haben keine Sturmfertigkeiten, aber wir haben hier Erdfertigkeiten drin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, womit verwunden wir unsere Gegner? Unsere Gegner verwunden wir hauptsächlich durch unsere Glyphe Exploit. Wenn wir die Glyphe Exploit reinmachen, dann verwunden wir unsere Gegner jedes Mal, wenn wir sie das erste Mal treffen. Für 3 Sekunden lang sind sie verwundet und dieser Effekt kann alle 20 Sekunden auftreten. Braucht es aber nicht, weil die Gegner innerhalb der ersten 3 Sekunden sterben. Ihr könnt, wenn ihr sie mehr verwunden wollt, wenn euch das nicht reicht oder ihr habt die Glyphe noch nicht gefunden, könnt ihr es trotzdem mitskillen. Dann würde ich euch aber empfehlen, dann skillt ihr hier nicht hier rein, sondern skillt am Anfang hier rein in Sturmschlag. Und dann skillt ihr hier oben hin verbesserten Sturmschlag und einen Punkt hier einen grimmigen Sturmschlag. Denn dann verwundet ihr eure Gegner auch noch mit hier rüber. Das ist an dieser Stelle auch schon alles, was wir geskillt haben. Und wir schauen uns die letzte Station an. In der letzten Station natürlich ihr die eine Macht. Ihr könnt ihr die eine Macht skillen. Ihr könnt allerdings auch Bärenkraft skillen. Da müsst ihr gucken, was euch lieber ist. Hierüber bekommt ihr Heilung und 30% mehr Schaden. Hierüber bekommen wir eine garantierte Crit-Chance und wir bekommen hierüber Geisteskraft reduziert, Geisteskraft zurück oder eine Chance, dass wir sehr viel Geisteskraft haben und damit sehr viel öfters pulverisieren machen können. Unterm Strich wird sich das in diesem Bereich, wo wir uns jetzt gerade bewegen, Level 50 bis Level 70, nichts Großes tun, ob wir jetzt den oder den nehmen. Da müsst ihr nach eigenem Geschmack machen. Ich habe mich hier für Irdene Macht entschieden, weil ich es halt einfach entspannter finde. Bevor wir jetzt aber weitermachen mit dem Paragon-Board und mit dem Equip, möchte ich einmal kurz auf die Geistersägen eingehen und dafür gehen wir da mal eben kurz rein und wir gucken uns die mal eben an. Hier ist auch einiges anders und ich werde nachher im Endbild, also Level 70 plus, werden wir hier nochmal Änderungen vornehmen. Im Moment habe ich das aber so geskillt, dass ich hier 10 maximale Geisteskraft mitnehme. Desto mehr Geisteskraft ich habe, wenn ich den Grizzly-Zorn aktiv habe, generieren wir sehr viel Geisteskraft und dann ist natürlich schön, desto mehr wir haben, desto mehr können wir, desto öfters können wir pulverisieren benutzen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, boah, ich bin nicht tanky genug, ich habe das Gefühl, dass ich zu oft sterbe, dann könnt ihr auch diesen Punkt skillen. Erleide 10% reduzierten Schaden durch Elite-Gegner. Das ist euch selbst überlassen, was ihr da nehmt. In der zweiten Ebene habe ich was ganz Besonderes gemacht. Normalerweise setzt man meinen Fokus bei der Geistersegen-Skillung auf die letzte Schiene. Das würde ich im Endgame auch machen, allerdings nicht in dem Bereich, wo wir jetzt sind. Da habe ich tatsächlich hier den Fokus drauf gesetzt. Ihr seht es, dadurch kann ich hier in dieser Ebene 2 Sachen skillen.
Zum einen die Standardsache ist, erhalte 30% kritischen Trefferschaden. Das boostet unseren Schaden ungemein. Und jetzt habe ich hier noch Punkte reingemacht, erhaltet eine um 5% höhere kritische Trefferchance, die ich auch dauerhaft habe. Ihr seht, wir skillen überall, wo ich kritischen Schaden und kritische Trefferchance skillen kann, tue ich das Ganze auch. Wir erhöhen unseren kritischen Schaden und wir erhöhen unseren kritischen Schaden gleich nochmal ganz extrem. Das sehen wir bei den Ärzten. In der nächsten Ebene ist es eigentlich wieder relativ einfach. Da müssen wir die Verhängnis-Skillen verlängert die Dauer eurer ultimativen Fertigkeit um 25%. Wir wollen nach Möglichkeit ständig im Grizzly-Bären unterwegs sein. Deswegen hier ganz klar in Verhängnis den einen Punkt rein. Und in der letzten Zeile habe ich auch in der letzten Station den Punkt reingemacht. Ruhe vor dem Sturm. Naturfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 10% die Abklingzeit eurer ultimativen Fertigkeit um 2 Sekunden zu reduzieren. Dadurch kürzen wir den Cooldown auf unseren Grizzlybären ab und können ihn natürlich auch öfters benutzen. Später im Endgame werden wir diesen hier übrigens noch mitskillen, dann werden wir die beiden machen. Aber da kommen wir später zu, ist jetzt nicht das Thema. Jetzt kommen wir einmal zu den Paragon-Punkten und nach den Paragon-Punkten beschäftigen wir uns mit den Aspekten, die wir farmen können. Ich zeige euch oder sage euch, wo ihr die farmen könnt, welche ihr auf jeden Fall am Anfang holen solltet, wenn ihr im Bereich 50 seid, damit ihr alles problemlos zerstören könnt. Aber bevor wir soweit sind, einmal wie gesagt die Paragon-Punkte kurz angeschaut. Da habe ich noch nicht ganz viel drin, aber ich zeige euch schon mal ungefähr die Richtung. Wir fangen hier unten an und ich gehe priorisiert hier natürlich auf den Schaden. Wenn ich auf den Schaden hochgegangen bin, schnappe ich mir hier den Glyphenpunkt und in den Glyphenpunkt habe ich im Moment die Glyphe Werbär drin. Ihr könnt hier auch eine andere Glyphe reinsetzen, zum Beispiel Exploit oder Marshall. Das müsst ihr selber überlegen, was ihr hier am Anfang drin haben wolltet. Ich habe hier im Moment den Werbär drin, der ist noch relativ klein. Die Glyphen sind natürlich noch nicht hochgeskillt, wir fangen gerade erst an. Ihr nehmt am besten irgendeine Glyphe, die euch wirklich auch ein bisschen Schaden bringt. Auf das richtige und endgültige Paragon-Board werden wir in den nächsten Tagen nochmal eingehen, aber dafür habe ich im Moment noch nicht genügend Paragon-Punkte. Deswegen ist das jetzt nur ein kleiner Ausblick auf die Geschichte, was wir hier machen können. Es gilt also hier über den Schaden zu dem Glyphenpunkt und nehmt da irgendeine Glyphe rein, die euch persönlich mehr Schaden machen lässt. Werbär ist eine sehr, sehr gute Glyphe. Die erhöht den Schaden sehr gut und die gibt uns auch noch Schadensreduktion, macht uns tankiger. Allerdings sage ich euch auch gleich, diese Glyphe werden wir als Pulverisieren-Druide später auch nutzen, allerdings nicht in diesem Board. Das ist dafür nicht das optimale Board. Am Anfang ist es aber doch ganz gut. Ihr seht schon, es sind ein paar Willenskraftpunkte sind hier im Umkreis. Die habe ich dann auch mitgeskillt. Und dann bin ich jetzt dabei, gerade über dieses Board hier hochzugehen ins nächste Board. Und im nächsten Board nehme ich dann die Fertigkeit Ausbeuten mit rein, also Exploit mit rein. Denn das ist auch unheimlich stark. Ich bin bewusst auch noch hier auf die Dev-Schiene mitgegangen. Und zwar nicht aus dem Grund, um diesen Dev mitzubekommen, sondern ihr seht, dass ich hier auch nochmal 10 Willenskraft mitkassiere. Und meine Glyphe Werbär, die funktioniert mit Willenskraft. Je 5 in Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursachen mehr Schaden. Und dadurch bekomme ich 2 Procs dazu, denn hier ist 10 Willenskraft mit bei. Das soll der Ausflug ins Paragon-Board auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Tagen aufs Paragon-Board und auch nochmal auf weitere Skillungen Richtung Endgame noch gezielter eingehen. Aber dieses hier ist erstmal so der Plan, den ihr nachspielen könnt, wenn ihr Level 50 seid und bis Level 70 jetzt sehr entspannt leveln wollt. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Geschichte, die euch wahrscheinlich sehr interessiert und die auch sehr wichtig ist. Wir kommen jetzt nämlich zu dem Equip bzw. zu den Aspekten und den Herzen. Wir fangen mit den Herzen an, denn das ist das neue Season-Thema. Bei den Herzen habe ich im Moment 3 Herzen drin. Wir fangen mal ganz oben an mit diesem Herz. Ihr seht es da unten, boshaftes Herz ist das. Das ist ein orangenes Herz. Ihr erhaltet 61% kritischen Trefferschaden, doch eure nicht kritischen Treffer verursachen 27% weniger Schaden. Und jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn, warum ich so viel kritische Trefferchance habe. Ich möchte fast immer kritten, weil ich bekomme dadurch nochmal jede Menge mehr Schaden. 61% kritischen Trefferschaden. Ein verdammt starkes Herz. Und selbst wenn ich mal nicht kritte, denn wir werden nicht immer kritten, das ist mir schon klar, mache ich aber trotzdem nur 27% weniger Schaden von meinem ohnehin schon geringen Schaden, weil ich ja nicht kritte. Das tut also in dem Fall nicht so weh, aber wenn ich kritte, dann knall ich jetzt nochmal richtig aus. Deswegen dieses Herz auf jeden Fall mit reinnehmen, das ist ein sehr, sehr starkes Herz, vor allem wenn wir so geskillt haben, wie wir geskillt haben. Das zweite Herz ist genauso stark und da seht ihr es, während ihr eine aktive ultimative Fertigkeit habt, werden bis zu 45 entfernte Gegner zu euch herangezogen. Dieses prockt sehr, sehr oft, das prockt nicht nur einmal, nein, das prockt immer wieder, ich sag mal so im Schnitt alle 3-4 Sekunden. Wenn ihr im Grizzly-Bären unterwegs seid, also den Grizzly-Zorn aktiv habt,
werdet ihr die Gegner, die um euch rum sind, alle immer schön zu euch herziehen. Und wenn ihr dann Pulverweiß reinballert, dann kippen die halt so weg. Auch ein sehr starkes Herz. Und das letzte Herz, was wir haben, das spielt uns auch richtig schön in die Karten. Wenn ihr mehr als 60% Leben habt, kosten eure Kernfertigkeiten alle 5 Sekunden 224 Leben anstatt Primärressource. Schon mal sehr gut, dadurch können wir natürlich mehr Pulverweiß rausballern. Fertigkeiten, die Leben verbrauchen, verursachen um 21% erhöhten Schaden. Jetzt können wir bei jedem vierten Angriff auch zuschlagen, selbst wenn wir keine Geisteskraft haben, und wir machen sogar noch mehr Schaden damit. Deswegen auch das ein sehr, sehr starkes Herz. Die drei Herzen würde ich euch empfehlen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher bekommen wir diese Herzen? Diese Herzen, die können ganz normal droppen, entweder in entarteten Dungeons, im ganz normalen Content, wenn ihr entartete Monster besiegt, oder in ganz normalen Dungeons, oder aber ihr geht in die Hauptstadt, in diesem Fall nach Kiowa-Stadt, und geht dort zu dem Händler hin, und dort könnt ihr gezielt bestimmte Farben herstellen und dann hoffen, dass da die richtigen Dinger drauf sind. Da geht ihr nach Kiowa-Stadt und der Händler ist hier an dieser Stelle. Ich glaube, sogar hier ist der. Na, da müsst ihr mal hingehen, das wird auch angezeigt auf der Karte, da ist so ein grünes Zeichen dann. Daher kriegt ihr also die Herzen, das ist schon mal eine wunderbare Geschichte. Jetzt gucken wir uns weiterhin im nächsten Punkt die Aspekte an, was den Charakter so unheimlich stark macht. Und da kann ich euch gleich beruhigen, ihr werdet am Anfang nicht die besten Aspekte haben müssen in Super High Rolls. Es reicht, wenn das wirklich die Low-Aspekte sind, die ihr euch for free holen könnt, ohne lange suchen zu müssen. Und dafür holen wir uns zuallererst diesen Aspekt hier. Pulverwise erzeugt eine Schockwelle, die sich nach vorne ausbreitet und Zielen in ihrem Weg 120% des Schadens zufügt. Bei mir sind das 120% aus folgendem Grunde. Ich trage hier eine Zweihandwaffe. Nicht Einhand und Totem, sondern wirklich eine Zweihandwaffe. Warum? Der Aspekt, den wir auf eine Zweihandwaffe packen, ist verdoppelt. Dieser Pulverisieren-Aspekt, den ich hier habe, der würde normalerweise nur 60% Schaden machen. Ich möchte aber, dass der sehr viel Schaden macht, weil Pulverisieren ja unser Hauptangriff ist. Und deswegen packe ich den auch hier in eine Zweihandwaffe rein. Diesen Aspekt, den bekommt ihr ganz einfach und for free, ohne dass ihr lange suchen müsst, indem ihr die Taste U drückt und dann geht ihr hier auf eure Season-Reise. Und wenn ihr die Season-Reise, die Ebene 2, diese Geschichte hier abschließt, dann müsst ihr nicht alle 11 machen, da reicht es, wenn ihr 9 Stück von macht, dann bekommt ihr hier nämlich den Aspekt, wo ist er, da ist der Aspekt. Also dieser Aspekt, den bekommt ihr durch die Season-Reise Teil 2 schon mal. Der nächste wichtige Aspekt neben diesem Aspekt wäre damit dann auch dieser Aspekt. Der geht nämlich auch wieder um Pulverisieren. Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit. Nachdem Pulverisieren gewirkt wurde, verursachen tektonische Stacheln im Verlauf von 2 Sekunden X-Schaden. Der ist auch sehr stark und dieser hier mit diesem hier kombiniert, denn Pulverisieren ist ja unser Hauptangriff, macht natürlich diesen enormen Schaden. Und wo wir diesen Aspekt finden, das schauen wir uns auch mal eben kurz an. Dafür drücken wir die Taste Y, gehen hier auf Codex der Macht, schauen uns einmal kurz nur unsere Klassendinger mit an. Suchen den Aspekt raus, da ist er schon, Pulverisieren, und da sehen wir schon Glockenturm von Zakara. Und wo ist der Glockenturm von Zakara? Das zeige ich euch auch ruhig nochmal. Dafür machen wir die Karte auf. Ich scrolle ganz raus, gehe hier drüben hin und dann ist hier der Glockenturm von Zakara. Weitere gute Aspekte schauen wir uns aber natürlich auch nochmal an und dafür gucken wir mal, was ich da sonst noch so gemacht habe. Ihr seht es schon, ihr habt eine 17%, 30 wäre Max, höhere kritische Trefferchance, wieder massiv kritischen Trefferchance erhöht, wenn wir gegen verletzte Gegner kämpfen. Solange wir gesund sind, erhaltet ihr 33% höhere Kontrollverlustdauer. Also ist das hier ein perfekter Aspekt. Bei mir ist der leider noch sehr niedrig gerollt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im Bereich, wir wollen jetzt gerade so bis Level 70 leveln und dafür reicht das alles dicker aus. Ihr knallt jetzt mit dieser Skillung, wenn ihr das so macht und diese Aspekte reinnehmt, dann knallt ihr halt alles so weg. Ein weiterer Damage-Aspekt, den habe ich hier in diesen Ring reingehauen. Eure Kernfertigkeiten verursachen bis zu 38%, 40 wäre hier wieder Max, mehr Schaden basierend auf eure Stehlung. Ihr wisst es, wir erzeugen sehr, sehr viele Stehlung durch unsere Skillung und jetzt verursachen wir nochmal bis zu 38% mehr Schaden dadurch. Das waren die Schmuckstücke. Die Waffe haben wir auch schon besprochen. Kommen wir zu dem Rest. Und bei dem Rest, da wird es gleich an einer Stelle ein bisschen tricky. Aber wenn ihr es nicht habt, ist es nicht ganz so schlimm. Aber da sind wir noch nicht. Wir fangen mit dem Helm an. Den Helm, da wollen wir natürlich den Helm, wir pulverisieren, finden. Den habe ich noch nicht, das wäre ein Unique-Helm. Wenn ich den habe, wäre es nochmal ein riesen Upgrade, aber wir brauchen ihn nicht. Absolut nicht. Das Ganze funktioniert hier so auch sehr, sehr gut. Hier habe ich jetzt sogar einen Aspekt drin, der für mich nicht mal mehr wichtig ist. Ich erzeuge eine Barriere durch unser Bollwerk, was wir geskillt haben. Wenn ihr das nicht geskillt habt, dann könnt ihr euch hierüber natürlich eine Barriere holen. Diese Barriere schützt euch zum einen, aber es gibt auch noch zusätzlich einen Aspekt,
wo ich automatisch mehr Schaden machen würde, solange ich eine aktive Barriere habe. Diesen Aspekt habe ich momentan aber gar nicht drin. Deswegen könnten wir diesen hier austauschen und dafür ruhig nochmal einen Dev-Aspekt mit reinmachen. Und jetzt kommen wir zu einem Item, was ein super cooles Item auch ist. Und sobald ihr es findet, solltet ihr das auch unbedingt tragen. Und das ist die unersättliche Wut. Die unersättliche Wut hat jede Menge tolle Stats. Ganz toll. Mehr physischen Schaden, Überwältigungsschaden, Schadensreduktion, während wir gestillt seid. Alles toll. Gesamte Rüstung und Werbergestalt spielt uns auch in die Karten. Aber die Werbergestalt ist jetzt eure wahre Gestalt und ihr haltet +3 für alle Werbergefertigkeiten. Werbefertigkeit ist jetzt auch unser Pulverisieren. So, und dadurch, dass Pulverisieren eine Werbefertigkeit ist, kkriegen wir darauf einfach mal eben kurz +3 nochmal drauf. Genau das gleiche kriegen wir natürlich auch mit den Händen nochmal dazu. Wir tragen im Endeffekt Hände mit +3 zu pulverisieren. Meine sind noch gar nicht gut. Ich habe bessere auf der Bank liegen. Da habe ich schon welche liegen mit +3 zu pulverisieren. Allerdings habe ich da diesen tollen Aspekt nicht. Den habe ich nicht noch ein zweites Mal liegen und dieser Aspekt ist sehr, sehr stark. Wenn ihr gestillt seid, erhaltet ihr +2 Ränge für eure Erdfertigkeit. Wir haben entschieden durch einen Aspekt, dass unser Pulverisieren jetzt auch eine Erdfertigkeit mit ist. Und dadurch bekommen wir zusätzlich nochmal wieder 2 Ränge drauf. Also ihr seht, ihr kriegt mit diesem Aspekt und den Händen +3 auf den Händen, +2 durch den Aspekt nochmal +5 alleine zu pulverisieren. Alleine hiermit schon. Und dann nochmal +3 hiermit. Also wir skalieren ins Endlose unser Pulverisieren. Und deswegen ist Pulverisieren im Moment auch so stark, gerade in der Phase, wenn ihr noch kein gutes Equip habt. Dann habe ich hier eine Hose an. Die Stats, die sind, naja, meine ganzen Stats auf dem Equip ist noch nicht so gut. Die Season hat ja gerade erst angefangen, ihr wisst es selber. Aber hier habe ich wieder einen sehr guten Aspekt drauf, der hier allerdings auch sehr low drauf ist. Ich habe den besser auf der Bank liegen, aber ich will den hier nicht rauf machen, weil das Equip einfach noch zu schlecht dafür ist für wirklich Max-Aspekte. Aber der Aspekt als solches ist sehr interessant. Ihr seht schon, ich halte 4 Sekunden lang Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Bis zu 18% bei mir, 30 wäre Max. Auf den Schuhen habe ich wieder einen Aspekt drauf, womit ich eine Chance habe, meine Gegner zu betäuben. Dadurch sind sie wieder im CC drin und ich mache wiederum mehr Schaden. Und ich habe bei den Schuhen darauf geachtet, dass ich Kostenreduktion für Geisteskraft mit drauf habe. Die Waffe haben wir eben gerade schon gesehen und bei der Waffe ist das Allerwichtigste natürlich, dass die einen hohen Base-Schaden hat, also der Grundschaden oben, diese 1658, die sind natürlich das Wichtigste. Und ansonsten sollten natürlich auch vernünftige Werte drauf sein, wie Schaden für Kernfertigkeiten, kritischen Trefferschaden, Schaden gegen verwundete Gegner, das Übliche halt, ihr wisst es schon. Darüber werden wir aber nochmal ein extra Video machen, weil das Ganze doch relativ kompliziert ist, ist ein großes Thema und es wurde jetzt auch von Blizzard wieder leicht geändert, sodass das für dieses Video tatsächlich zu viel wäre. So, und jetzt haben wir auch schon über alles soweit geredet. Das ist der Druide, den ich euch empfehle, würde, den ihr unbedingt ausprobieren solltet, sobald ihr in diesen Bereich gekommen seid, wo ihr soweit umskillen könnt. Ihr werdet sehen, dass das wirklich ein Riesen-Changer ist. Ihr kommt ganz entspannt durch die Maps auf einmal durch. Ihr könnt super easy Albtraum-Dungeons laufen. Ihr könnt ganz einfach Helltiles farmen. Dadurch könnt ihr euch euer Equip verbessern und, und. Ihr schaltet Weltenstufe 4 frei und dann geht das Ganze weiter und ihr seid ruckzuck in dem Bereich, wo ihr sein wollt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Ihr könnt uns auch abends gerne auf Twitch besuchen. Da streame ich fast jeden Abend. Ihr seid da herzlich willkommen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer wieder alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, erhaltet euch den Spaß an diesem wunderschönen Spiel und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.